Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetzky. Heute George Ezra, Anyone. Klasse übersetzt von Klasse 4 der Grundschule Retzlingen. Mira, Wiebke, Leonard, Josephine, Lisa, Frieda, Isabel, Niklas, Nathalie und Leo über einen Kennenlern-Quickie, der irgendwie komisch ist und auch irgendwie nicht ganz funktioniert. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. Tiger Lily zog in die Stadt, sie war gerade 21. Und dann sage ich, hier ist meine Nummer, ruf mich an, wenn du was brauchst. Er sucht ganz spontan ihre Nähe. Und dann kann ich irgendjemand für dich sein. Er wäre einfach gerne für sie da. Ich kann dich lieben, ich kann alles für dich sein. In der Dunkelheit der Nacht, lass mich dein Licht sein. Er hat da auch eine schillernde Idee. Ich hab dir Liebe gegeben, aber es war nicht genug. Die rief mich an, um Schluss zu machen. Ich kann's mir nicht leisten, einen Fehler zu machen. Aber es läuft nicht rund. Es läuft eigentlich ganz und gar nicht. And if you're flying over the Serengeti. Wenn du mal wieder wegfliegst, vergiss mich nicht, so wie ich bin, so wie ich war. Ich könnte dein Licht sein. Es bleibt die Hoffnung, dass er in Erinnerung bleibt. Er glaubt fest daran. George Ezra's Anyone, Klasse übersetzt von Klasse 4 der Grundschule Retzlingen. Sagt ihr, ey, das wollen wir auch. Einmal Englisch ganz, ganz anders erleben. Mit einem coolen Song und einer tollen Story im Radio. Dann bewerbt euch. Oder sagt eurem Lehrer, er soll sich bewerben. Oder sagt es Mama und Papa, dass sie sich bewerben sollen. Es geht ganz einfach auf radio-saw.de. Klasse. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf Radio SAW.